Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 89 Aberdeen, dritter Teil. Mitten in der Nacht wurde Hermine wach und der Grund dafür war schnell gefunden. Neben ihr hatte Severus einen äußerst unruhigen Schlaf. Er schien zu träumen und auch noch so lebhaft, dass er sie ans Schienbein getreten hatte. Einen Moment lang überlegte sie, ob es besser wäre, ihren Professor ganz zu wecken oder vielleicht nur anzustoßen, damit er sich umdrehen und weiterschlafen würde. Sie hielt es für richtig, ihn nicht weiter leiden zu lassen, und so riss sie sich zusammen, legte eine Hand auf seine Schulter, um ihn ein wenig zu schütteln. »Severus?« fragte sie leise in den dunklen Raum hinein. Sie war erschrocken, als er blitzschnell nach ihrer Hand griff und schmerzvoll ihre Finger zusammendrückte. Er flüsterte immer wieder etwas Unverständliches, doch Hermine war damit beschäftigt, ihre Finger zu befreien. Vorsicht war nicht mehr geboten und so riss und zerrte sie an ihre Hand, damit er endlich erwachte. Im Dunkeln bemerkte sie, dass sich seine Augen geöffnet haben mussten, denn es glitzerte leicht an der Stelle, wo sie sich befinden mussten. Das Wort, welches er zuvor geflüstert hatte, warf er ihr jetzt mit normaler Lautstärke an den Kopf, denn er sagte verachtend: »Schickse!« Ihr Professor war nun erwacht. Er ließ ihre Hand los und schien darüber nachzudenken, ob er das eben wirklich gesagt oder nur geträumt hatte. Doch Hermine nahm ihm die Aufgabe ab, nach einer Antwort zu suchen, und sagte vorgetäuscht beleidigt: »Schickse? Na, hören Sie mal.« »Ich...« Severus hielt inne, aber atmete schwer. Sie war nicht böse auf ihn. Er hatte einen Traum gehabt und das Schimpfwort musste einer Person aus ihm gegolten haben, weswegen sie ihm, um die Atmosphäre zu enteisen, nicht ernst gemeint und übertrieben schmollend vorwarf. »Erst treten Sie mir gegen das Schienbein und dann nennen Sie mich Schickse? Also wirklich.« »Nicht doch Sie. Ich meinte doch nicht. Es war nur...« versuchte Severus, sich zu rechtfertigen, doch er konnte keinen klaren Gedanken fassen. »Ich weiß schon. Sie hatten einen Traum. Das war auch der Grund, warum ich Sie geweckt habe«, erklärte sie mit beruhigend warmer Stimme. Er rutschte etwas nach oben, um sich im Bett leicht aufzusetzen. Hermine bemerkte, dass der Traum ihn sehr mitgenommen haben musste, denn er führte eine zittrige Hand an seine Stirn. »Was haben Sie denn geträumt?« fragte sie frei heraus. »Von...« er räusperte sich. »Einer Bekannten?« Sie erinnerte sich daran, wie offensichtlich Severus am vergangenen Abend auf den Namen Branda reagiert hatte. Natürlich kannte sie aus dem Tagebuch von Remus die Geschichte, die dahinter steckte, doch das wusste er nicht und es wäre besser, wenn das auch so bleiben würde. »Hat das was mit einer Branda zu tun?« fragte sie gerade heraus. Er wandte seinen Kopf in ihre Richtung und sie ging davon aus, auch wenn sie es in der Dunkelheit nicht sehen konnte, dass er sie böse anblicken musste, weshalb sie erklärte: »Ich bin nicht blind, wissen Sie? Ich habe gemerkt, dass mein falscher Vorname Ihnen auf den Magen geschlagen ist. Handelte Ihr Traum von dieser Branda?« Nur leise gab er zu. »Ja.« »Möchten Sie darüber reden?« Wie aus der Pistole geschossen, antwortete er barsch: »Nein.« Langsam rutschte er wieder im Bett hinunter, um auf dem Rücken zu liegen, und sie machte es ihm gleich. Beide starrten zur Decke hinauf, die nur wenig durch das spärliche Licht von draußen erhellt wurde. »Wie spät ist es?« fragte Hermine. Sie hörte, wie Severus an seinem Nachttisch herumkramte
bevor er antwortete. Kurz vor 5. Ich kann nicht mehr schlafen, nörgelte sie. Severus fühlte sich dafür verantwortlich und sagte: Verzeihen Sie, dass ich Sie geweckt habe. Nachdem sie sich einen Moment angeschwiegen hatten, fragte Hermine: Vielleicht sollten wir einfach bei Mr. Hopkins an die Tür klopfen und Interesse an seiner Sekte vortäuschen? Nein, antwortete er augenblicklich. Sie wollte gerade etwas sagen, da fuhr er über den Mund und erklärte: Bedenken Sie die Möglichkeit, dass Mr. Hopkins Nachforschungen über Sie anstellen könnte, sollte er durch eine Fügung des Schicksals dazu in der Lage sein, Ihre Identität festzustellen. Was, wenn er tatsächlich Zauberer unter seinen Anhängern hat? Die könnten Ihre Tarnung völlig unbemerkt von Ihnen mit Legimentik aufdecken, Hermine. Mr. Hopkins hätte die Möglichkeit, die Menschen zu bedrohen, an denen Ihnen etwas liegt. Ihre Eltern. Severus seufzte, bevor er noch anfügte: Man muss stets die Auswirkungen seines Handelns bis ins kleinste Detail bedenken, denn sonst... Er hielt inne. Mussten Sie so etwas schon einmal erleben? Ich meine, dass Sie unachtsam gewesen waren und jemand sein Leben lassen musste, weil Sie nicht alle möglichen Konsequenzen bedacht hatten? Fragte sie mutig. Sie rechnete schon gar nicht mehr mit einer Antwort. Es waren mindestens 3 Minuten vergangen. Da erwiderte Severus plötzlich schuldbewusst und schweren Herzens: Dieser Fehler ist mir ein einziges Mal unterlaufen. Eine ganze Weile lang lagen sie still nebeneinander und starrten weiterhin zur Decke, bevor sie fragte: An was denken Sie gerade? Sie vermutete, dass er an Brenda denken könnte, womöglich aber auch an seinen Traum mit ihr oder gar mit diesem schlimmen Fehler, den er in seinem Leben begangen hatte und der noch immer schwer auf ihm zu lasten schien. Entgegen ihrer Annahme erwiderte er jedoch leise: Ich denke an meinen Hund. Vermissen Sie ihn? Ja. Nach einer kurzen Sprechpause offenbarte Hermine kindlich weinerlich: Ich vermisse meinen Kniesel. Gleich im Anschluss wollte sie wissen: Wo schläft Ihr Hund nachts eigentlich? In meinem Bett, am Fußende. Er legt sich immer auf meine Füße und wärmt sie, erklärte Severus mit leiser Stimme. Und gleich darauf dachte er, dass er diese Informationen eigentlich gar nicht hatte preisgeben wollen. Er war erleichtert, als er bemerkte, dass sie sich nicht über ihn lustig machte. Mein Kniesel legt sich immer auf meinen Bauch, erzählte sie lächelnd. Haben Sie dem Kniesel schon einen Namen gegeben? Fragte er interessiert. Nein, aber ich weiß jetzt, dass ich ihn weder Valentinus noch Brenda nennen werde, erwiderte sie leise. Severus schnaufte und sagte zynisch: Oh, wie nett von Ihnen. Über seinen Tonfall nicht verärgert, entgegnete sie fröhlich: Tja, so bin ich nun mal. Die beiden unterhielten sich noch eine ganze Weile. Hermine drängelte nicht auf Antworten und Severus blockte daher nicht ab, sodass jeder zufrieden sein konnte. Als es langsam hell wurde, machten sie sich für den Tag startklar. Am gemeinsamen Frühstückstisch war die Stimmung zwischen den Fünfen anfangs gelassen, bis das Gespräch auf die Nacht gelenkt wurde, denn offensichtlich hatte auch Anne einen bösen Traum gehabt, der sie noch immer sehr aufwühlte, und Harry hatte nicht schlafen können, weil 3 Personen in einem Doppelbett definitiv zu viel gewesen waren. Denn Sirius hatte sich kurzfristig dazu entschlossen, nicht in seiner Hundegestalt schlafen zu wollen. Wegen dir bin ich einmal aus dem Bett gefallen, meckerte Harry mit unterdrücktem Lächeln, doch Sirius grinste nur verschmitzt. Dafür hat Anne mir ins Gesicht geschlagen und... Anne unterbrach ihn und verteidigte sich. Das war kein Vorsatz, ich habe geschlafen und schlecht geträumt. An Hermine gewandt, fragte Harry: Hast du wenigstens gut geschlafen? Ohne Severus anzublicken, denn dann hätte sie gesehen, dass er ihre Antwort jetzt schon verteufelte, erzählte sie lächelnd: Severus hat mir im Schlaf ans Schienbein getreten und mich beleidigt. Beleidigt? Fragte Harry neugierig nach. Severus versuchte, sein Handeln zu erklären und gestand: Ich habe von jemandem geträumt, dem ich nicht gerade freundlich gesinnt bin.
Scherzend, fragte Sirius. Du hast aber nicht von mir geträumt, oder? Severus schnaufte, blickte ihn böse an und schilderte ein fiktives Szenario. Nein, habe ich nicht. Denn wäre mir ihr Gesicht untergekommen, Black, dann hätte ich Hermine im Schlaf sehr wahrscheinlich erwürgt. Harry lenkte von Severus' ernst gemeinter Bemerkung ab und fragte Hermine, wieso beleidigt? Was hat er gesagt? Etwas, Harry, das ich niemals im wachen Zustand zu ihr sagen würde. Antwortete Severus an ihrer Statt. Schon klar, aber was haben sie gesagt? Wollte Harry unbedingt wissen. Hermine gab ihm endlich die Antwort und sagte, er hat die Person im Traum Schickse genannt. Harry lachte und sagte, Hermine, du bist alles andere als das. Im gleichen Moment murmelte Sirius in sich hinein. Kann mir schon denken, wer gemeint war. Sirius hatte nicht damit gerechnet, dass Severus ihn verstehen würde. Doch das hatte er, denn er fragte angriffslustig. Haben Sie etwas zu sagen, Black? Sirius blickte auf und bemerkte, dass alle Augenpaare auf ihn gerichtet waren. Er zuckte gelassen mit den Schultern und wiederholte. Ich sagte nur, kann mir schon denken, wer gemeint war. Wegen der Ausweise musste ich auch an sie denken. An wen? Fragte Anne skeptisch, bis ihr Hermines falscher Vorname einfiel. Brenda? Sirius verzog den Mund und antwortete nicht, so dass Anne anfing zu bohren. Wer ist Brenda? Muss ich mir da jetzt Gedanken machen? Severus schnaufte wütend, blickte Anne an und sagte. Möglicherweise? Blödsinn, Severus, hör auf mit dem Unfug! Schimpfte Sirius zurück, damit Anne nicht verunsichert wäre. Harry und Hermine versuchten gleichzeitig mit netten Worten die Situation zu schlichten, aber niemand wollte sie hören, denn Sirius und Severus bekamen sich verbal in die Haare. Um den Streit ein Ende zu bereiten, sagte Sirius aufgebracht in Bezug auf Brenda. Was regst du dich darüber überhaupt noch so auf? Sie war doch sowieso ein Flittchen. Severus stand so schnell von seinem Stuhl auf, dass der rücklings zu Boden fiel, bevor er zischelnd erwiderte. Das war sie aber erst, nachdem sie mit ihr fertig waren. Dann verließ er das Zimmer, warf die Tür jedoch nicht ins Schloss, sondern zog sie leise zu. Hermine blickte noch einen Moment zur geschlossenen Tür, bevor sie Sirius böse anstarrte, der seine Augen jedoch auf den Frühstücksteller gerichtet hatte. Toll, Sirius. Wirklich prima gemacht. Du bist echt ein Kindskopf, weißt du das? Werd endlich erwachsen. Dann verließ auch Hermine das Zimmer, doch sie warf die Tür aufgebracht hinter sich zu. In ihrem gemeinsamen Zimmer traf sie Severus nicht an, weswegen sie nach unten in die Halle lief und gleich nach draußen. Sie eilte in Richtung Park, den sie von gestern schon kannte, und dort fand sie ihn tatsächlich. Er hatte mit gesenktem Kopf und mit hinter dem Rücken sich haltenden Händen einen kleinen Weg eingeschlagen. Sie holte ihn flugs ein und lief neben ihm her. Einen Moment lang glaubt er, sie würde mit ihm reden wollen. Aber sie sagte kein Wort, sondern ging nur an seiner Seite und genoss das Herbstwetter und die frische Luft. Im Hotelzimmer hatte sich Anne mächtig über Sirius aufgeregt. Aber am meisten interessierte sie wohl, wer die genannte Dame gewesen war und was es mit ihr auf sich hatte. Doch Sirius hielt den Mund, so dass Anne stinksauer ihre Jacke nahm und grantig sagte, ich brauche dringend frische Luft. Als man die Tür zuschlagen hörte, blickte Sirius auf und er bemerkte, dass Harry ihn mit enttäuschter Miene anschaute. Ich gehe ja besser nach, oder? Fragte Sirius mit schwacher Stimme, die ahnen ließ, dass er die Situation wahrlich bereute. Nein, Sirius, du bist als Tatze hier. Du kannst nicht einfach... Wozu bin ich ein Zauberer, Harry? Fragte Sirius, der sich gleich darauf erhob und mit einem lauten Plopp verschwand. Prima, sagte Harry zu sich selbst, bevor er seufzte. Jetzt ist zumindest bewiesen, dass unsere Mission den Bach runter ist. Obwohl er es nicht tun musste, stellte er die Teller und das Frühstück auf ein großes Tablett, damit die Tische freigeräumt waren,
wovon er einen gleich per Stab und wortlosem Zauber verschwinden ließ, sowie die drei Stühle, die nicht ins Zimmer gehörten. Als er das volle Tablett in der Hand hielt, um es draußen auf dem Flur zu stellen, da hörte er hinter sich, wie sich die Tür öffnete. Harry wusste nicht, wer von den Vieren als erster zurückkommen würde, und so schaute er gespannt auf die Tür, die mit einem Mal weit aufgerissen wurde. Das Blut gefror ihm in den Adern, und er ließ vor lauter Furcht das Tablett fallen, welches laut klirrend auf dem Boden aufschlug. Die Person näherte sich ihm und hielt beide Hände in beschwichtigender Geste nach oben, doch die Angst wurde ihm damit nicht genommen. Allein beim Anblick der Gestalt begann Harry aufgeregt zu atmen. Dann sprach die Person zu ihm: Ihr müsst sofort abreisen, Harry. Hörst du? Wenn sie zurückkommen, dann müsst ihr sofort auf der Stelle aus Aberdeen verschwinden, denn sonst geschieht etwas ganz Fürchterliches. Die Person hatte sehr ruhig gesprochen, doch der Inhalt der Worte war beängstigend gewesen. Harrys ganzer Körper zitterte und er überlegte, ob er fragen sollte, wie das überhaupt möglich sein konnte. Doch als hätte sein unheimlicher Besucher die in Gedanken gestellte Frage gehört, antwortete er: Zeitumkehrer, Harry. Ich dachte eigentlich, nach dem kleinen Erlebnis in der dritten Klasse würde ich nicht so erschrocken reagieren, wenn ich mich mal sehen würde. Aber du wirst es schon verkraften. Packst du das, Harry? Harry blickte seinen Doppelgänger an und nickte heftig. Gut, dann hör mir jetzt genau zu. Ihr fünf verschwindet von hier. Morgen besorgst du eine Ausgabe der Muggelpost und du wirst eventuell erfahren, was hier geschehen ist. Endlich konnte Harry den Mut fassen, seinem zweiten Ich eine Frage zu stellen, wenn auch mit kaum vernehmbarer Stimme. Was wird hier passieren? Nein, das werde ich dir nicht sagen. Möglicherweise verläuft nämlich alles anders, wenn ihr nicht hier seid. Vielleicht geschieht dann auch gar nichts, aber wer weiß das schon. Harrys Doppelgänger setzte sich aufs Bett, um weniger einschüchternd zu wirken, bevor er mit ruhiger Stimme erklärte: Hermine hatte mal gesagt, dass Zauberern, die mit der Zeit spielen, schlimme Dinge passieren würden, und Albus hatte mal erwähnt, dass man von niemandem gesehen werden dürfte. Harry erinnerte sich an diese Momente und sein zweites Ich erkannte das und schilderte gleich darauf: Ich hatte sehr viel Zeit, um darüber nachzudenken, und ich bin zum Schluss gekommen, dass diese Ansichten völliger Blödsinn sind. Es wäre von Hermine doch ziemlich gewagt gewesen, ständig zeitgleich in zwei Klassen aufzutauchen, denn so etwas muss doch irgendwann herauskommen. Und das war auch noch vom Ministerium genehmigt. Schüler reden miteinander über ihren Unterricht und neben wem sie gesessen haben. Hermine war immer sehr aktiv im Unterricht gewesen und hatte sich mit ihrer Fragerei sehr präsent verhalten. Nicht nur Ron und mir war in dieser Hinsicht aufgefallen, dass Hermine im dritten Schuljahr ganz plötzlich irgendwo aufgetaucht war. Und warum sollte man sich nicht selbst begegnen dürfen? Ich weiß ja, dass du seit der dritten Klasse häufig überlegt hast, wie du reagieren würdest, stünde eines Tages dein zukünftiges Ich vor dir. Ich weiß es, denn ich bin ja du. Und außerdem vertraue ich mir in dieser Angelegenheit am meisten. Der Harry aus der Zukunft warf Harry ein sanftes Lächeln entgegen. Warum? Harry musste kräftig schlucken. Hast du dich für eine Zeitreise entschieden? Das Gesicht seines Ebenbildes verzog sich mit einem Male vor Schmerz, bevor er schweren Herzens antworten konnte. Weil Anne und ich als einzige... Er konnte den Satz nicht zu Ende bringen. Aus welcher Zeit kommst du? Fragte Harry neugierig, denn sehr viel älter sah der andere Harry nicht aus. Hier antwortete sein zukünftiges Ich schneller. Ein Jahr und zwei Monate nach dem heutigen Tag. Warum hast du dich so spät dazu entschlossen, herzukommen? Wollte Harry wissen. Weil ich erst so spät aus dem Mungos entlassen werden konnte. Ihr müsst gehen, Harry. Verändere meine Zukunft. Bitte, flehte sein älteres Selbst. Aber wenn wir heute abreisen
und wir damit die Zukunft ändern und du zurück in deine Gegenwart gehst, dann sind die Dinge um dich herum doch nicht mehr die gleichen und du wirst nicht wissen, was sich alles verändert. Harry wurde von seinem Doppelgänger unterbrochen, der kurz auflachte und erklärte: Ha, glaub mir, ich habe mich zur Genüge mit diesem Thema auseinandergesetzt. Zeitreisen sind völlig unlogisch. Sie erzeugen Paradoxa und endlos Zeitschleifen. Aber das Ding hier. Zukunfts-Harry zog seinen Zeitumkehrer aus seiner Tasche und ließ ihn an der Kette hin und her baumeln. Ermöglicht magische Zeitreisen. Die sind noch viel, viel unlogischer, aber wesentlich besser zu handhaben. Es wird keine Endlos-Zeitschleife entstehen, die dich zwingen wird, in einem Jahr und zwei Monaten eine Reise durchzuführen zu müssen, um dich selbst zu warnen, wie ich es jetzt gerade mache. Verstehst du? Harry verstand überhaupt nichts und schüttelte daher den Kopf. Er wusste lediglich, dass er selbst in der Zukunft eine Zeitreise gemacht haben musste, um sich heute davon zu überzeugen, aus Aberdeen abzureisen. Noch immer war er im Unklaren darüber gelassen worden, was geschehen würde, wenn sie hier bleiben sollten. »Was, wenn du gar nicht ich bist?«, fragte Harry unsicher. »Könnte sich hier jemand mit Vielsafttrank einen Scherz erlauben? Wenn ja, wer sollte das sein?« »Frag mich was«, forderte sein zukünftiges Ich. Harry überlegte sehr lange und nutzte derweil seine Fähigkeiten in Unklumentik, damit er seine Gedanken vor Angriffen schützen konnte. Was könnte er fragen, was nur wenige oder sogar nur er selbst wüsste? Dann fiel ihm plötzlich etwas ein und er fragte: Was hat Ginny vor unserer ersten Nacht zu mir gesagt, als ich ihr mein Herz geschenkt habe? Der andere Harry lächelte verträumt, als würde er sich selbst daran erinnern, und wie es schien, tat er das auch. Denn er antwortete ganz richtig. Sie sagte: Dann nimm meines. Was soll ich mit zweien anfangen? Und dabei hat sie so süß gelächelt. Oh ja, dachte Harry. Wenn er sogar das Lächeln erwähnte, dann war die Person vor ihm er selbst. Sein Doppelgänger unterbrach die romantischen Erinnerungen und sagte: Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nochmal kommen werde. Erstrangig müsst ihr hier weg. Hermine und Severus sind im Park und werden als Erste zurückkommen. Anne und Sirius kommen gegen 2:30. Da solltet ihr schon alle Sachen gepackt haben, damit ihr unverzüglich abreisen könnt. Erzähl ihnen etwas vom Pferd, aber bloß nicht, dass du eine Zeitreise gemacht hast, um dich selbst zu warnen. Das Einzige, was Harry herausbringen konnte, war: Okay. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.